So, und da sind wir wieder. Ich bin gerade noch zum Speichern hier hingelaufen. Was ist passiert in der letzten Folge? Der zweite Tag ist angebrochen. Klick, und hier habe ich die Folge beendet, bin dann ja nochmal schnell hochgelaufen, weil ich keine Ahnung habe, was ich jetzt mal wieder machen muss. Deswegen gehen wir mal hier rein. Na, super. Das fängt schon super an. Ich bin total begeistert. Ich frage mich, ist das immer nur ein Geist? Sind das verschiedene? Und wenn es ein Geist ist, wer ist es? Ist es unsere Mutter oder einfach nur irgendein Dämon? Jemand, der früher hier gewohnt hat? Jemand aus der Familie? Wo ist denn hier eine Uhr? War das vorher auch schon da? Mir ist es noch nie aufgefallen. Hier ist es lauter, oder? Hey. Ne, das ist mir echt noch nie aufgefallen. Das wird ja. Jetzt ist es leise. Öffnen. 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 Untersuchen. Leer. Untersuchen. Leer. Untersuchen. Leer. Hä? Das konnten wir vorher aber auch nicht öffnen. Was ist das denn? Untersuchen? Ein Wecker? Das ist aber ein platter Wecker. Es scheint aufgehört haben zu ticken. Moment mal. Der ist ja total kaputt. Wie konnte der denn ticken? Vielleicht kriege ich die hintere Klappe auf. Oh, verflucht. Jetzt ist der Hebel abgebrochen. Da muss ich einen Fachmann ranlassen. Frank oder Frank? Hat einen kleinen Uhrenladen in der Stadt. Ich denke, ich werde ihm die Uhr mal zeigen. Also ich denke, es sind englische Namen. Ich werde es ab jetzt auch englisch aussprechen. Nicht, dass noch kommt, was machst du da? Du sprichst das voll falsch aus. Ui. Der war aber auch ganz schön flott, dafür, dass da ein Zebrastreifen ist. Meine Freunde. Mr. Frank? Hallo? Park. Mr. Frank, hallo? Sind Sie da? Scheint nicht da zu sein. Da liegt er doch und pennt. Na, dem sein Geschäft läuft ja auch super gut. Mr. Frank? Hallo? Ja, willkommen bei Clockworks. Wie kann ich Ihnen helfen? Hallo, Mr. Frank. Erkennen Sie mich noch? Ich bin es, Thomas Scott. Scott? Scott, Scott! Punkt, Punkt, Punkt. Oh, oder was? Scott, Scott, Scott. Der Name ist Thomas, oder? Ja, das habe ich Ihnen eben bereits gesagt. Thomas Scott! Der junge Thomas Scott ist wieder zurückgekehrt. Hätte ich nicht gedacht, dich jemals hier wiederzusehen. Was kann ich für dich tun? Ich habe hier einen alten Wecker. Leider ist mir da was abgebrochen und ich bekomme sie nicht auf. Lass mich mal sehen. Der Henkel ist hier abgebrochen. Das kriege ich mit einem Schraubendreher auf. Man hat schon gehört wie eine Tür oder so. Was ist denn das für eine Uhr? Sowas habe ich noch nie gesehen. So, der Deckel ist auf. Was zum. Was ist? Was sehen Sie? Hier drin ist ein kleiner Zettel. Lassen Sie mal sehen. Finde mich. Ich glaube nicht, dass ich dich finden möchte. Wissen Sie, was das bedeutet? Das gleiche wollte ich Sie gerade fragen. Sieht aus wie ein Code, aber wofür? Ein seltsamer Code.
Ich weiß es nicht, aber ich denke, ich werde es herausfinden. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Mr. Frank. Kein Problem, Thomas. Ich repariere Ihnen den Wecker wieder. Ja, vielen Dank. Ich hole ihn dann später wieder ab und bringe Ihnen das Geld mit. Alles klar, auf Wiedersehen. Und schläft direkt weiter. Cool. Ich sollte ihn nicht nochmal stören. Stören, das ist ein Beruf. Ich hoffe, der wird jetzt nicht umgebracht. Oh. Ah, wie kamen wir da jetzt hin? Haben wir uns ein Taxi gerufen? Wie macht man das? Hier ist ja andauernd Sachen hier rumliegen, die ich dachte vorher nicht gesehen zu haben. Draußen die Laterne ist immer noch am Leuchten. Guck, jetzt steht wieder das da. Also ganz merkwürdig, was hier abgeht. Ich gehe jetzt wieder hier rein. Hier passiert. Was ist das denn? Hups, ich habe mir versteckt vergessen, eine Uhr zu stellen. Gerade wo ich wecke und so. So. Okay. Was ist das? Vaters alte Kiste. Ha, die Kiste. Mit Skizzen von dem Haus hier. Darunter Fotos und einige Blaupausen. Vielleicht finde ich hier unter den Blaupausen ja einen Hinweis. Er wundert sich nicht, dass das jetzt mitten in der Küche liegt. Das verstehe ich nicht. Das ist immer so. Ich verstehe das nicht. Hä? Welches Zimmer ist das? Sie ist nicht beschriftet? Und was ist das für ein Kasten in der Mitte? Vielleicht ein Hinweis. Nochmal. Was ist das denn für ein Raum? Das ist eine Tür. Das müsste ja das Zimmer vom Vater sein? Ja, ich gehe einfach mal gucken. Und wo ist dein Kasten? Der mit dem Punkt oder ist das eine Tür? Und dann wären links und rechts noch. Ach, keine Ahnung. Ich sehe schon das Spiel, das ist zu schwer für mich. Hier? Sah die Frau da schon immer so böse aus? Wieso schläft der Vater nackt? Und hier sind auch gar keine irgendwie Geräte oder so. Der darf ja einfach, ohne dass irgendwer gucken kommt, im Koma liegen. Das Zimmer ist es auch nicht. Das hier ist es aber auch nicht, oder? Hier war so ein Kasten und da war ein Kasten, aber der Klo ist ja kein Kasten. Und hier ist keine Tür hier. Eine hohle Stelle in der Wand. Vielleicht ist hier der Hinweis von dem Zettel. Aha. Ich wusste gar nicht, dass hier jemals eine hohle Stelle in der Wand war. Wand auftreten. Natürlich bist du Hulk. Oh mein Gott. Wie tritt er die denn jetzt auf? Da sind Fliesen drüber. Ein Tresor? Seit wann ist denn hier hinter der Wand ein Tresor? Großvater muss ihn damals mit eingebaut haben. Nach dem großen Brand. Das Haus soll damals von Brandstiftern angezündet worden sein und nachdem mein Großvater es wieder aufgebaut hat, muss er diesen Tresor mit eingebaut haben. Aber was befindet sich hier drin? Das werden wir ja sehen. Was ist das für ein Zettel da in der Ecke? 1, 2, 3, 4. Scheint nichts passiert zu sein. Hä? Ich würde gerne auf den Zettel gucken. Wie gucke ich auf den Zettel? Ups. Da ist auch kein Ton. Ich wollte gerade sagen, hier ist auch kein Ton, hoffentlich. Dann habe ich das Spiel nicht kaputt gemacht. Wie komme ich denn da?
Jetzt wird wieder rumgeklickt wie Olle. Hä? Ah, okay. Finde mich. 4, 1, 3. 1, 2, 3, 4. 1. 1, 1, 7, 3. 1, 7, 3, 6. Stimmt das so? 1, 7, 3. Nein. 1, 7, 3, 6. Scheiße, es hat geklappt. Oh nein! Ich hab's schon wieder gesagt. Nur einige Unterlagen und ein paar Zettel, aber hier liegt eine Schachtel. Das ist aber eine schwere Schachtel. Ein Schlüssel? Mit einem Schild dran. Da steht drauf, die Gerechtigkeit. Ich hab nichts gemacht. Gerechtigkeit? Was hat das zu bedeuten? Wofür ist der Schlüssel? Er sieht sehr alt aus. Seltsam. Da liegt ein kleines Büchlein. Scheint eine Art Notizheft zu sein. Der Wecker. 1820. Der Wecker 1820? Der Wecker? Vielleicht ist in dem Wecker noch etwas. Ich sollte noch mal zu Mr. Frank gehen. Er repariert den Wecker sicherlich. Okay, hier passiert eh irgendwas. Ich will hier nur noch raus. Lass mich. Okay. Alles gut. Ja, hallo? Hier ist Liam Mortensen. Wenn Sie jetzt nichts vorhaben, hätte ich jetzt Zeit für Sie. Ja, wunderbar. Ich mache mich sofort auf den Weg. Ich muss mir neue Stimmen ausdenken, aber ich komme nicht so tief. Hallo Thomas, ich wusste nicht, dass du das warst am Telefon. Es ist lange her, seit wir uns gesehen haben. Ja, das stimmt. Was kann ich für dich tun, Thomas? Ich bin hergekommen, weil ich einen mysteriösen Anruf bekam. Darauf erfuhr ich vom Tod meiner Mutter. Ja, tragische Sache, mein Beileid. Ja, danke, aber darum geht es nicht. Ich habe das Gefühl, dass da etwas nicht zusammenpasst. Ich verstehe nicht. Ich habe zu Hause bei meiner Mutter im Arbeitszimmer überall raue Stellen mit einem Hinweis auf eine Bibel gefunden. Und? Warte, ich bin noch nicht fertig. Sie hat seit dem Tod ihrer Eltern nicht mehr an irgendetwas geglaubt. Sie hat uns sogar verboten, die Bibel im Haus zu haben. Dann erfuhr ich von Nicholas, dass sie sich getauft lassen hat. Absolut untypisch für sie. Sie lässt sich nie taufen. Man kann ja nur einmal getauft werden. Dann hat sie kein Testament hinterlassen. Warum? Wenn sie sich den Aufwand macht, sich umzubringen? Was sowieso noch ein weiterer Grund ist, warum... Wenn sie plötzlich so gläubig geworden ist, wie es mir alle sagen, müsste sie wissen, dass sie sich bei einem Selbstmord sofort in die Hölle wirft. Kein Testament? Dazu Selbstmord? Selbstmord! Hä? Das sind richtig viele Sachen. Als wir am Tatort ankamen, haben wir nichts außer dem Abschiedsbrief gefunden. Ach, der ist Polizist! Jetzt wird mir alles klar, deswegen haben wir den angerufen. Und Selbstmord? Vielleicht ging es ihr nicht gut. Immerhin bist du damals einfach... Was hat das damit zu tun? Ich glaube einfach nicht, dass sie sich umgebracht hat. Wenn sie sich nicht umgebracht hat, wer soll sie denn in die Schlaufe gehängt haben und den Stuhl weggetreten haben? Vielleicht das komische Mädchen unterm Schreibtisch? Was war mit meinem Vater? Seit wann ist er schon so komisch? Hast du ihn nach dem Fund meiner Mutter befragt oder so? Könnte er... Thomas, er ist dein Vater? Er kommt natürlich nicht als Täter in Frage. Er hat deine Mutter geliebt. Oh, der ist aber auch leichtgläubig. Ich weiß nicht genau, was mit ihm passiert ist. Ich weiß nur, dass der Tod seiner Frau ihn sehr mitgenommen hat.